Okay, damit willkommen zu meiner vierten und womöglich letzten Runde im Venture Blitz Cup. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach Partie fängt an. Ich werde natürlich mein Bestes geben, im Turnier zu bleiben. Aber es wird schwierig. Okay, jetzt habe ich gezogen. Doch, zieht. Okay, ich fange einfach direkt an. Ich weiß nicht genau, was er spielen wird. Abtausch. Okay. C6 und D6, Rochade. A6. E6. Sollte auf jeden Fall schnell spielen. Okay, auf E6 kann auch rausnehmen, das kann nicht so schlimm für mich sein. Spielen, spielen. 8. D7 sieht normal aus. Ich kann entweder versuchen, das abzutauschen. E-Linie, aber fällt mir nicht so, ich weiß nicht, ob ich E6 machen kann. Wahrscheinlich A4 oder sowas. Ja, aber G6 gefällt mir trotzdem, um Springer F5 rauszunehmen und dann im nächsten König G7. Ich hoffe, dass ich kein Opfer auf G6 einstelle. Was kann eigentlich? Okay, er will einfach einen Springer nach D3 und E5 stellen. Ich tausche jetzt alles ab. Springer D3 wahrscheinlich. Springer D7. Und boah, gestellt war. Schlecht. Ja. Danke, das ist natürlich einfach verloren. Droht H4, H5, deswegen mache ich dann E7, aber ich lasse natürlich Springer F4 zu. Ich weiß nicht, ich habe noch F6, ich glaube, er will Läufer G4 machen. Ja, das ist halt einfach ein glatter Bauer weniger, aber ich kann zumindest noch weiterspielen. Springer F2. Ja, weiß nicht genau. Springer F4, was ist deine Idee? Na gut, er muss theoretisch aber nur Figuren abtauschen und mehr nicht. Ach. Warum bin ich auf meine Figuren stehen auf dem Griff nicht da? Das ist wahrscheinlich ein furchtbarer Zug, aber ich will zumindest irgendwie Aktivität kriegen, aber ich gebe natürlich das mit E5. Springer E5 ist wahrscheinlich einfach gut. Ja. Zumindest kriegt er vielleicht einen Doppelbauern auf F3. Auch nicht weiter dramatisch. Macht das. Ich kann auf F3 nehmen im nächsten Zug, wenn ich das möchte. Sicherlich verloren. Auf einen schlechten Läufer habe auf dem Ganzen. Ja, ich habe geschafft natürlich. Ich habe viel zu wenig Zeit. Wahrscheinlich schon fast ein Abzug zu haben. Ich darf ihn natürlich nicht. Nach H5 und H6 lassen wir. Ich sollte auf jeden Fall nächste Partie schneller als auch
Das Spiel. Weil sogar das Bauernspiel witzigerweise Remis sein könnte. Also, ja, wird König G5 machen. Jetzt ist es vorbei. Nur noch ein paar Züge, warum es warm zu werden. Ja, das sollte man nicht machen. Einfach Bauern auf H6 einstellen. Ja, aber ich wollte natürlich sowieso König G7 ziehen und habe es dann einfach vergessen, den Zug auszuführen. Gut. Handeröffnungswahl. Springer 2, Waffe G4 kann er machen oder DC4 macht er wahrscheinlich und geht in Dame mit Stimmen, angenommen Dame mit Stimmen. Ich hätte auch Läufe E3 ziehen können, das ist wahrscheinlich objektiv sogar besser an der Stelle, aber ich spiele das aus einem Grund diesmal sehr langsam, was mir gefällt. Springer FD7 ist tatsächlich spielbar hier. Nicht. Jetzt gehe ich, glaube ich, nach G3 und G5 nehme ich auf E6 raus. Also 5 ist ein absoluter Standardzug jetzt. Aber jetzt, wenn ich auf C4 ich glaube auf C4 hätte auch Springer B5. Wahrscheinlich kann Läufe B4, Läufe A5 machen, das ist, glaube ich, seine Idee. Deckt er zumindest alles. Weil er kann sonst die Bauern sehr schlecht decken, oder so. Springer C7, Turm C8, Springer D5 nimmt Turm C2, König F1, Turm B2, alles andere. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Aber ich meine, der Läufer auf D5 ist sehr stark. H5 mache ich Turm G1. Auch ja, er wird Springer 4 machen. Okay, ich probiere es trotzdem. Ich habe Läufer H4 Schach und er muss so ein bisschen gucken, wo er hingeht. Ich meine, wahrscheinlich gibt er einfach den B7 Bauern und das kann nicht egal sein. Wahrscheinlich ist korrekt, wie trotzdem. Ja, keine Ahnung, ich stehe natürlich jetzt sehr passiv drin, aber ich sehe auch noch nicht genau, wie er das ausnutzen wird. Geht rein. Auf D5 nicht wirklich nehmen kann, weil E5 durchhängt. Nervig. Kann ich auf E4 nehmen, Turm E1, E1, Turm E2, E1, wieder Turm C1, stelle ich ein. Ich hoffe einfach mal nicht. Wenn er wieder nimmt, würde ich Turm H2 machen. Ich konnte nicht zuerst Turm H2 machen, weil Turm B1 kommt und ich irgendwie matt gesetzt werde. Turm F2, König E1, EF4, Turm C1. Muss ich was einstellen, aber ich sehe nicht genau wie. Wenn er dann König D6 macht, ist natürlich Turm C5 die Idee. Okay, vielleicht hatte ich nichts eingestellt, da hat zumindest auch nichts gesehen. Jetzt sollte ich eigentlich nicht so schlimm stehen. Wahrscheinlich auch nicht viel besser, weil der Lock auf D5 deckt alles zumindest. Okay, dann tausche ich ab.
Ich glaube, ich gebe den F2 bei einer Repair. Dann geht's bei. Tja, gut, ich kann natürlich Remis machen, wenn ich neben auf bei Turm G7, Turm F3, ich habe hier Läufer F2, geht nicht richtig. Ja, das glaube ich. Ist auch zu viel Zeit, um auf Zeit zu spielen. Ist fair. Okay, anderthalb zu einhalb. Ich liege trotzdem auf dem Punkt hin. Also ich spiele jetzt wieder Abtauschvariante. Eigentlich ist es nicht so gefährlich, wenn ich halt nicht einfach vorne einstelle. Gut, dann nicht so schlimm. Okay, E4 schon gemacht. Mal gucken, ob etwas anderes spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch Abtauschvariante spielen will. Wirklich. Ja, sozusagen. Dann ist es halt Abtauschvariante. Schon Mist gebaut. Vielleicht. Läufer 4 ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ich glaube, ich gehe den auf D6 einfach. Das ist doch nicht optimal, aber das ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Dafür kriege ich jetzt zumindest den Läufer, weil er nicht H3 gemacht hat. Der kann sowas wie F3 machen und dann Läufer 4. Sofort Läufer F4 habe ich natürlich Ideen, entweder auf F4 zu nehmen oder auf E2 zuerst. Macht F3. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie wirklich G4, H4 macht. Oder er will einfach das Läuferpaar haben. Ich gebe ihm Schach, wenn ich F2 nehme. Ich an. Ja, er wird auch den zweiten Läufer kriegen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Kann eigentlich auch nicht so schreiben. Ich fange einfach mal an, die Türme zu verdoppeln, wenn ich nicht genau weiß, was ich auf der E-Linie überhaupt für Einbruchsfelder haben werde. Okay, Springer F6. Ich glaube, den Springer sollte nicht zu lange auf H5 stehen lassen. Versuche einfach mal C5. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Gegenspiel. Tauschen. A6, Läufer 4, dann B6. Zwischen, ich weiß nicht genau warum. Aber es wird. Geht noch B3. Okay, dann mache ich Dame E6, glaube ich. Er würde natürlich Dame C1 machen. Ich habe Dame H3, König G1. Ich weiß nicht genau, was ich da anfangen kann. Dame H3, König G1. Nicht wirklich eine Idee. Vielleicht mache ich Dame B6, dann verhindere ich zumindest irgendwelche Läuferzüge. Mach mal Turm E8, dass ich nicht am Ende irgendeinen dummen Läuferabzug einstelle, wenn mein Turm ungedeckt ist. Springer B8, kleiner Zug. Sieht komisch aus. Ich hätte natürlich Springer F8, Springer E6 sieht viel natürlicher aus. Ich glaube, meine Springer decken alle Felder auf der E-Linie soweit zumindest. Ich mache Druck auf D4. Ich stehe bestimmt schlechter, aber so traumatisch wahrscheinlich. B4, A6. Ja, er muss trotzdem noch einen Plan finden, wie er die Stellung gewinnt. Dame C2. Okay, ich glaube, er will damit C5. Ich will damit D6 machen. Und damit D6.
Ein Spiel ist natürlich wirklich ein bisschen problematisch. Ich meine, ich gebe ihm Läufer H7, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Optimal wäre natürlich, wenn ich Springer F8, Springer E6 schaffe und dann wirklich Druck auf D4 mache. B6. Auf B4 nehmen. Und B8. Ja, B4 nach B5. Schnellspiel. Ich spiele jetzt auch schlecht. Hat zumindest deutliche Fortschritte gemacht. Ich habe zu wenig Zeit. Ich hoffe, ich stehe. Eigentlich hätte ich natürlich mit der Hand die machen können. Stellung ist unangenehm zu spielen mit wenig Zeit. Ich muss daneben. Ja, gut. Er ist einfach zu schnell am Ende. Ich darf halt nicht in so eine Zeitnotphase kommen, da bin ich einfach zu langsam. Das habe ich schon oft genug gegen ihn gehabt. Okay. Ich darf aber sehr gerne noch ein Shigeru spielen, das ist eigentlich. Wo ich Angst habe, ich glaube, diesmal werde ich Läufer E3 machen, dann Läufer G4. Ich werde sicherlich wieder das gleiche spielen. Ich glaube, ich werde nächste Partie einfach mal Karo-Kann versuchen, nur um zu sehen, was er macht. So extrem langsam, das verstehe ich nicht. Irgendwelche Bindungsprobleme oder? Ich meine, warum legt er da 24 Sekunden? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, er muss irgendwelche Probleme haben. Oder ich habe Probleme. Meine Verbindung ist angeblich unterbrochen. Bin ich nicht live? Ich hoffe, das ist nicht der gleiche Bug, den ich heute schon mehrmals hatte, dass ich einfach aus der Partie geschmissen werde und nichts mehr ziehen kann. Das ist irgendwie hängt die Chess24-Playzone, also angeblich habe ich wegen unterbrochener Verbindung jetzt verloren, ich habe keine Ahnung. Ich kann nichts ziehen, also bei mir sieht es so aus, als ob er halt nach CD5 keinen Zug gemacht hat. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe die Seite mal. Ja, das ist genau der Bug, den ich schon mal hatte. Ich glaube, jetzt werde ich wahrscheinlich auf Zeit verlieren, obwohl ich online bin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich aktualisiere, kriege ich ein leeres Brett. Jetzt haben wir ja.
think so. I think I'm online. But this is, at least if the stream is still going, I should be online, so it's some kind of bug, I guess. Naja. Werde ich mal warten, bis irgendwas passiert. Mensch, läuft natürlich nicht wirklich gut. 2,5 zu 0,5 ist ein ziemlich schlechter Start. Ja gut, ich meine, die erste Partie habe ich verloren, weil ich einen Bauern eingestellt habe, überhaupt nicht. Und die andere Partie, die ich verloren habe, war, weil natürlich einfach die Blitzart gezogen wurde. Die stand wahrscheinlich auch schlechter, aber hätte normal was nicht verlieren müssen. Frage ist, was passiert jetzt? Ja? Yeah. Ja, yeah, sure. Ja, yeah, try. Okay, Sentiment Challenge. Ah. Okay, you also sent me a challenge. Will I accept? Yeah, that's fine. Okay, thanks. Gut, dann hoffe ich, dass es diesmal funktioniert. Und diesmal nimmt er auch wieder auf D5. Ja, läuft F3, GF3. Das ist gilt eigentlich jetzt ziemlich schlecht für schwarze Wirren dabei. Ich spiele diese Matches ja sowieso irgendwelche Schwachsinnseröffnungen. Okay, ich glaube, Läufer B5 sieht natürlich aus. Ich weiß nur nicht, ob ich nach A6 wirklich rausnehmen möchte oder nicht. D5 würde wahrscheinlich A6 machen. Ich glaube nicht, das funktioniert. A3 sieht natürlich aus. B3. Ich werde E2 machen, weil mich die Festung doch ein bisschen stört. Habe ich bestimmt irgendwie miserabel gespielt, weil jetzt habe ich nicht mehr so viel Vorteil. Ich eigentlich haben sollte. Ich meine, es sollte schon noch besser stehen. Es ist irgendwie so eine Art semitarisch. Ich weiß nicht, ob man springt, steht. Die Turm FD1 sieht natürlich aus. CD. Nicht an. Normalerweise sollte ich irgendwas mit Dame G4 machen. D6. Kann trotzdem nur mit G4 machen. Ich meine, auf E5 wird er wohl kaum. F5 ist vielleicht ein Zug, aber ist natürlich auch sehr zweischneidig. Sonst drohe ich hoffentlich irgendwelche Tricks. Um 8. Ich drohe theoretisch Springer F7, König F7, Läufer D6, nimmt und Dame H5, Dame A5. Das verhindert er natürlich. Ja, ich meine, sobald er auf E5 mit dem Bauern und das ist immer ziemlich gefährlich für Schwarz normalerweise. Turm C1. Das ist sehr zweischneidig, was er macht. Meine, vielleicht überlebt er das irgendwie, aber normalerweise ist es schlecht. Dame A3 verliert im Moment wegen Turm C4, Dame G3, Turm C8. Turm E8. Okay.
was er hier macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausnutze. Und die 8 ist ein Umzug. Okay, das sollte nicht zu lange übernehmen. G5, dabei wird wahrscheinlich die Dame nach F8 stellen. Üben. Die Stellung immer noch. Am F8 oder F6 macht er halt König H8. Ich weiß nicht, ob er das spielen lassen kann. Wahrscheinlich nicht. Nochmal Turm C3. Ja, also gut, die Idee ist natürlich irgendwie Dame F4 oder F6, Turm G3 und Matt. Irgendwann. Zeitig. Ich würde auf F6 ziehen. Dann F4. Ich werde ihn auf jeden Fall zu G6 zwingen jetzt. Nehmen können natürlich nicht wegen Turm G3. Stellung ist extrem verdächtig. Ich habe Gott sei Dank auch mehr Zeit momentan. Okay, H4, H5. Natürlich. Auch kein Schach auf C1. Das ist nervig, dass er die Idee hat, damals die Dame zu tauschen. Okay, ich soll auf Zeit spielen. Und natürlich wieder alles einstellen, wie immer. Kein Schach. Ausknüpfen. Ja, es ist Dauerschach. Ich wollte natürlich Turm F7 ziehen, statt Turm E7. Das ist beschränkt. Ich hätte natürlich gewinnen müssen. Ich meine, Turm F7 hätte ich wahrscheinlich. Okay, ich wollte Rokan spielen dieses Mal. Ah, das ist zwei. Das hatte ich tatsächlich erst vor kurzem in der richtigen Partie auf dem Brett. Ich habe es mir leider immer noch nicht wirklich angeguckt, aber das hier kann man wohl spielen. Er wiederholt sogar meine Partie, die ich hatte. Sehr angenehm. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich denken, dass irgendeine brillante Eröffnungsfalle reingelaufen. Das ist einfach nur irgendein Quatsch, den ich gespielt habe. Läufer B3, Springer C5, macht er wahrscheinlich E5. Wenn das nicht schlimm ist. Okay, wenn ich erst E5 mache und dann Springer C5. Ich denke, ich kriege halt den Läufer und dann ist es zumindest gerne dann. Die 5 schaffen. Ich weiß wirklich nicht. Wow. Alles ganz schnell. Ja, gut, also wenn ich nur weiterspiele, dann ist das Match nicht besonders spannend. B4. Ich glaube, aus. Aber gut, nein, das ist natürlich ein absolut wichtiger Mehrbauer, den ich eingestellt habe. Ich werde einfach irgendwo mit dem Bauern im Zentrum wollen, das ist halt komplett verloren. Absolut hoffnungslos. C4. Wahrscheinlich auch das andere. C4 ist gut. Turm D8. Wahrscheinlich gewinnt E5 Material. Wahrscheinlich auch das andere ziehen. D5 geht sich nicht. Ich mache mal F6.
geht ziemlich fast, muss fast auf F6 schlagen lassen. Ich meine, vielleicht nimmt er noch nicht mal, weil er auch alles andere machen kann. Ich habe zwar noch ein ganz paar Tricks auf C4 zu nehmen, aber ich meine, er wird einfach König E2 oder sowas machen, dann. Schon der zweite Bauer, den ich ohne Grund eingestellt habe, dieses Match. Steht 3-1 bisher, und dann steht es gleich 4-1. Thema, nimmt, Springer E6, Springer C4. Das ist auch anders zu erwarten, das ist korrekt gerechnet. Turm 8. Aber wahrscheinlich ist der G2 Bauer und auch nicht wirklich relevant. Also Turm B5, Turm A2. Auf G2 ist nicht komplett relevant. Okay, ich meine, ich hoffe natürlich auf C6, aber wird er wohl kaum machen. D4 und ich kann im Prinzip nichts mehr machen. Ich kann aber nur ein paar Züge machen. Wenig Hoffnung dabei. Einstellt. Dann auf A6 geht natürlich C6. Ja, und nach C6 kann ich auch gehen. König C2. Aber König C1 geht auch, ja. Okay. Ich sollte anfangen, nicht mehr einfach Bauern einzustellen. Ich meine, ist natürlich stark, aber was ich im Moment abliefe, ist einfach nur erbärmlich. Also ich nehme gerne eine Shigori-Partie und diesmal möchte ich dann gewinnen. Also der die Partie nicht jetzt. Vielleicht macht das. Ich glaube nicht, dass er nochmal die Shigori anschaut. Nicht mehr angeguckt. Meine H4. Ich dachte mal an, wenn er den mit D6 deckt, kriegt er zumindest den Läufer nicht mehr raus, weil der einzige Sinn dieser Variante ist natürlich, dass der Läufer nach C5 kommt. Das heißt, wenn er D6 machen muss, ist das irgendwie schief gelaufen. G6 sieht ein bisschen komisch aus, weil ich H5 habe. Okay, er macht D6. Springer F3 und dann E4. Haben wir fast so eine normale, keine Ahnung, was es ist. C5. Und nach D4, Springer E6 wieder. Okay, E2. Ich spiele irgendwie C5 machen, aber wahrscheinlich ist es einfach nicht gut. Kind. Dame B5 Schach. Ja, wenn ich.
Ich nehme mal. Okay, er kann natürlich immer den nicht mit dem Bauern nehmen, wegen Dame B5. Er kann Dame B6 eventuell machen. Schlagskönig gewinnt Dame B6 noch einfach. Bin ich. Okay, kann ich jetzt auf D5 kann er nicht nehmen, weil E5. Ich lasse es mir einfach zeigen, was. Genau, Dame B6 eventuell jetzt. Springer D1. Nach E4. Ich glaube, ich muss Springer E4 machen. Ich weiß nicht, ob das nicht. Dame B6. Und ich bin schon wieder aus der Partie raus. Das ist auch super. Ich meine, ich stehe natürlich komplett auf der Sicht. Vier. Verloren, aber ich glaube, ich bin halt wirklich wieder aus der Partie raus. Also ich habe schon wieder den gleichen Bug. Jetzt passiert. Ist die Stellung wieder auf den Stellung nach Turm F2 zurückgegangen? Okay, ich habe keine Ahnung. Yes, it's again the same bug, I guess, ja? Yeah? Yeah, it's just a bit annoying if it happens every two games or something. Ja, yeah, schön. Ich meine, ich stehe natürlich komplett auf Verlust, also ist eigentlich ein bisschen bescheuert. Ja. Sehr spaßig, wenn man schlecht spielt und dann kommt auch noch dieser Bug dazu. Okay. Gut, dann habe ich vielleicht sogar Glück, dass wir es auf ein anderes Mal verschieben. Weil ich spiele heute wirklich miserabel, also keine Ahnung, aber ja, das mit dem Bug geht natürlich gar nicht. Also, dann gut, bis irgendwann anders. Bye.